Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Ja, okay. Wir sind schon bei Part 64 und sie weiß immer noch nicht ihren Platz in der Galaxis. Alles klar. Gut, ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Heute mit Part 64. Wir starten heute Episode 9, ne? Die letzte Episode, die uns hier noch fehlt. Und ja, yeah, ich freue mich. Letztes Mal haben wir ein bisschen, also letztes Mal, in den letzten paar Parts haben wir noch sehr oft freies Spiel gespielt. Was ist denn mit den Soundeffekten auf einmal? Ich höre irgendwie so komische Soundeffekte, während ich hier das Spiel die ganze Zeit lang. Kann irgendwie nicht stimmen, ne? Ja, hört ihr das? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ja, wir sollten so schnell wie möglich weitermachen, ne? Star Wars Episode 9, die letzte Episode. Der Aufstieg Skywalkers, was hat es wohl damit auf sich, ne? So, wir gehen mal direkt da rein, ne? Reden nicht um den heißen Brei rum, gehen direkt hier rein. Oh, ich hab's vergessen. Blockierte Szene. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis. Brr, Copyright. Star Wars, ja, ne? Ich tue wieder rausschneiden, weil sonst gibt's wieder Probleme mit YouTube. Und ja, Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Die Toten sprechen. In der Galaxis war eine mysteriöse Übertragung zu hören. Die Androhung von Rache durch die düstere Stimme von Imperator Palpatine. General Leia Organa entsendet Geheimagenten, um Informationen zu sammeln, während Rey die letzte Hoffnung der Jedi für den Kampf gegen die finstere Erste Ordnung trainiert. Unterdessen jagt der oberste Anführer Kylo Ren dem Phantom des Imperators hinterher, wild entschlossen, jegliche Bedrohung seiner totalen Kontrolle zu vernichten. Oh. Der Plot. Irgendwie ist Palpatine wieder zurückgekehrt. Das ist ja die Meme, ne? Ich ehrlich gesagt auch keine Musik gerade hier, merke ich gerade. Oh ja, cool. Auch ein Debüt für Episode 9 in Lego-Form, jetzt wo ich darüber nachdenke, ne? Gab's ja auch noch nicht. Episode 8 und 9, ne? Episode 7 hat ja ein eigenes Spiel gehabt. Spielen wir ihm als erstes? Ne, glaub nicht. Endlich, mein Junge. Ich bin jede Stimme gewesen, die du je gehört hast. In deinem Kopf die dunkle Seite. Ich bin Königin Amidala. Hört man das? Zu mannigfaltigen Fähigkeiten, welche manche für unnatürlich halt. Jar Jar. Was könntet ihr mir geben? Alles. Ein neues Imperium. Ein neues die Verbeugung. Imperium. Finde das Mädchen. Vernichte die Jedi und werde zu dem, was dein Großvater Vader nicht erreicht hat. Das war. T-5. Julio, wie schön dich zu sehen. Du hast was für uns? Einen neuen Verbündeten. Einen Spion bei der Ersten Ordnung. Übertrage die Nachricht. Bringe sie zu Leia. Stöck in Gefecht rein. Ich glaube, ich habe mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe die Episode natürlich geschaut, aber habe die nicht mehr im Kopf. Aber oh, wenn ich direkt hier, oh nein, ich muss erstmal alles, oh Gott sei Dank, das Spiel dann. Ich muss erstmal ja alles freischalten, so Herausforderungen und so, ne? Was muss ich denn hier machen? War das hier richtig? Ja, ne? Der Toka-Katzensprung. Entkommen das der Zielfassung dreimal. Besiege drei Feinde mit Proton-Torpedos oder Raketen. Die fliegen jetzt. Aktiviere den Hyperantrieb rechtzeitig, um alle Sprünge auf Lichtgeschwindigkeit zu schaffen. Aber
Aua. Oh, wahre Jedi. Abgeschlossen. Okay, ist gut, ist gut. Naja, ich muss auch mit Torpedos erledigen, ne? Oh. Aber irgendwas. So, halt aber still, Mann. Muss ich mit Proton-Torpedos, mein Gott. Meiner. Die tun zu langsam anvisieren. Halt bitte auf einen, danke. Ich brauche mehr Proton, mein Gott, warum kann ich das nicht sagen? Proton-Torpedos. So, dreimal. Nein, was war das? Oh. Aua. Vorsicht mit dem Falkenkorb. Du sitzt an der Kanone. Schaff uns die Jäger vom Hals. Ja, bleib doch mal stehen. So, nein. Nein. Haben schon einen noch. Ach, ich muss die sogar erledigen, sehe ich gerade. Wie soll ich hier jemanden mit einem mit so einem Torpedo abschießen? Ey, die sind sich die ganze Zeit am Bewegen, wie blöde. So. So, jetzt irgendwann mit Lichtgeschwindigkeit, ne? Geht mir aus dem Weg. So, das war rechts. Aua! Ich weiß, tut mir leid. Boah, zum Glück muss ich hier nicht einmal sterben, also. So, irgendwas, okay, dann muss ich zerstören. Habe ich das Ding nicht aktiviert hier mit den Bonussen? Ich habe einige wieder deaktiviert, ne, damit das Spiel jetzt nicht so einfach wird, ne? Aber. Gute Idee, Chewie. Finn, wir zerquetschen die Jäger. Habe ich auch gerade gedacht. Ja, ich habe gut gemacht. Ich habe einen so ein Mikro-Ding habe ich verpasst, ne? Weil die Level jetzt zu Ende ist. Zurück zur Basis. Ja, mach mir noch mehr kaputt. Was glaubst du, wie dick diese Eiswand ist? So dick. Okay. Wow. Gehen wir auf Lichtgeschwindigkeit. Okay, was muss ich hier machen? X. What? Ach ja, stimmt. Ja, der. Was machst du denn da? Lichtgeschwindigkeit stottern. Woher kannst du denn sowas? Ja, da war was. Da war irgendwas gerade am Leuchten. Anscheinend ist das jetzt ein Ding, genau. Ja, aber Ray ist nicht hier, oder? Stimmt, das ist so eine Sache, die Leute kritisiert haben. Ne? Dass der auf einmal so Hypersprünge machen kann, einfach so. Wow, ja, alle Herausforderungen. Aber ein Mikro-Ding hat mir gefehlt. Ich habe es gerade gesehen. Wo sind wir jetzt? Ist doch egal. Ich habe nicht, dass das einfach so funktioniert, ne? Was? Das macht doch gar keinen Sinn, was? Wir fliegen einfach durch die ganzen Sachen durch. Seid mit mir. Die sind nicht mit mir. Oh. Guck mal, wie stark die ist. Ray, hab Geduld. Ich mache jetzt den Trainingsparcours. Okay. Die Toka, ein Toka-Katze gesprochen. Oh, ein Ding euch verpasst. Boah. Gleich macht's Bums. So, ne, ich habe alle. Okay, keine Ahnung. Ich habe einen nicht gefunden. Aber okay, wenn das Spiel das sagt, dann hat das Spiel natürlich recht, ne? Das Spiel macht ja nie Fehler, ne?
Na, das Alien muss man kaufen. Hm, ich verstehe schon. Ich schaff das. Da kann ich ja nicht kaufen gerade. So. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Wo sind wir überhaupt gerade? Lager des Widerstands. Okay, fast. Wir sind auf Iron Claws. Die ganzen neuen Planeten, die Namen kenne ich gar nicht. Weiß nur hier der Exa irgendwie sowas. Das war, glaube ich, der letzte Planet hier. In den ganzen Sith, ne? Schon so eine Weile her, dass ich den Film geguckt habe. Genau wie Episode 8 und 7. Ja. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Sie kann irgendwie in der Luft schweben und irgendwie Sachen um sich herum kontrollieren. Das konnte Luke in ihrem Alter noch nicht, ne? Also, meine Herren. So, neuer Planet, neue Erkundungstour, ne? Bonk. Erste Level schon mal perfekt abgeschlossen, so muss das, ne? Ich sage den Leuten immer wieder, dass dort drüben ein leuchtender Schatz liegt. Aber ja. Ich rede immer wieder mit den Leuten, dass da hinten ein Schatz ist. Ein Schatz wo? Warte, nein. Oh. Willkommen. Ne. Am Rand von Iron Claws. Ja. Am Rand von Irons Claws. Muss ja sogar lang, ne? Was ist das für Dinger? So Flaggen. Ach ja, die hat ja so Dinge eingesammelt, genau. Oh, ja, die Sequel Trilogie ist irgendwie, weiß nicht, so an vielen Stellen an mir so Revue passiert irgendwie. Ich habe mir die angeguckt, aber ich bevorzuge immer noch die Prequels und die Original Trilogie. Am meisten immer noch die Prequels. Machen mir am meisten Spaß zu schauen. Der Schatz, der in der Höhle von Tante 4 von der Decke hängt, reizt mich. Offensichtlich bin ich nicht gerade dazu geschafft, Wände zu erklimmen und Ranken zu erklettern, aber er scheint so greifbar. Tante 4. What? Ne, gerade Tatooine Tante 4 genannt. Ah ne, Tante 4 ist ein Schiff, ne? Also dieses. Ich glaube, das ist dieses rote Schiff am Anfang von Episode 4, ne? Das man als allererstes sieht. Oder nach dem Sternzerstörer. Ne? Ja, dieses Rebellenschiff ist der Tante 4. Ja, ja. Bevor ich mich blamier, gucken wir mal nach. Und dann den Millennium Falken. Ich höre irgendwo so ein Dings. Hier ist das nicht die Tante vor? Ist das nicht die? Ich höre irgendwo so ein Pork. So ein Pork-Champ. Bisschen. Wo sind die blöden Knöpfe hier? Hatte sie einen Teilbomber als persönliches Schiff? Also persönliches Schiff. 1, 2, 3. Wo ist Nummer 4? Oh, direkt hier auf dem Ding. Sneaky, clever girl. So, verdammt, wo war jetzt der? Verdammt, wo war jetzt der vierte? Ich habe ihn noch gerade gesehen. Wo ist er? Warum gibt es ja Protokolldruiden in allen Farben? Ich muss weitermachen. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in diesem Universum zeigt. Ach. Wenn es doch noch Leute um mich herum geben würde, ne? Oh. Ich bin eine starke Frau und keine Männer, ne? Männer sind alle tot. Überdruss auf Iron Claws. Ah, wo seid ihr? Flitzpiepen. Ich höre euch. Der Wookie wird wahrscheinlich auch wieder hier sein, ne? Weiter so, Ray. Da.
You can do it, you can do it. Oh, ich sehe gerade, hier ist eine Höhle. Ich glaube, hier sind die vielleicht drin, ne? Hat sich irgendwie so angehört. Naja, die hören sich immer noch voll weit entfernt an. Aber hey. Na. Warum hat sie nicht ein gelbes Lichtschwert? Ich weiß, sie hat ein gelbes Lichtschwert. Ich glaube, das hat sie noch ganz, ganz am Ende von Episode 9, ne? Weil das wäre nochmal eine gute Idee gewesen, ne? Hey, warte mal, ich habe doch BB 8, ne? BB 8. Meine Güte, warum bist du denn schon wieder hier? Na, komm mal hier hin. Aha. Öp. Zerteilen erlaubt. Nö. So habe ich das nicht gemacht. Aber okay, was auch immer du sagst, ne? Ja, ich habe halt Gerücht für die Porks freigeschaltet, ne? Also. Zur Not wird mir halt ja angezeigt, ne? Ich muss weitermachen. Ja, voll irgendwie, das habe ich sowieso nicht verstanden. Warum hat sie kein Doppellichtschwert? Ne? Warum hat sie nicht ein gelbes Doppellichtschwert? Ne? Da wäre. Sie hat auf Jakku mit einem Stab gekämpft, ne? Also wärst du eigentlich nur logisch, wenn sie dann irgendwie mit einem Dings ja umkämpft mit einem Doppellichtschwert, ne? Muss jetzt kein Darth Maul sein, ne? Und ich gebe mein Mittagessen nicht auf. Für niemanden. Um es mir zu zeigen, ist er mit der Energie. Haben sie irgendwie, weiß nicht, vor ihre Chance vertan, irgendwie ihr ein Doppellichtschwert zu geben. Ne? Und dann hatte ich mal ein gelbes Lichtschwert, ne? So als so eine neue Farbe, ne? Luke hat grün. Anakin hat blau, ne? Sie hat gelb, ne? Damit sie noch ein bisschen aus der Menge heraussticht, ne? Also ganz einfache Sachen, ne? Finde ich, weiß nicht. Verstehe nicht, wie so ein riesiger Konzern von Disney irgendwie auf sowas nicht kommt. Ne? Irgendwas habe ich gerade aktiviert. Ah, das weiß ich schon, ne? Du schaffst das. Oh, warum geht das nicht? Nicht die alle anvisieren? Und hier alle auf einmal anvisieren. Da ist ja noch einer. Naja, wie viele Dinger sind hier? Oh, ich müsste wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge oder so, ne? Aus dem Weg sehe nichts. Ja, was für eine Reihenfolge muss ich jetzt hier machen? Ich muss weitermachen. Oh, warte mal. Grün. Der ist der erste, ne? Grün. Ich tue einfach jetzt hier Brute Forcen. Grün. Oh, ich keine Ahnung hab. Nein. Wir sollen wahrscheinlich dem Ding hier folgen, ne? Boom. Oh ja, alles klar. Ja, das macht natürlich ein bisschen mehr Sinn. Boom. Okay. Ho. Ein Glimmer am Schießgewässer. Das sollte ich erstmal weitermachen, weil sonst geht sie mir die ganze Zeit auf Nerven, bitte. Ich muss weitermachen. Das wird mir jetzt hier die ganze Zeit sagen, ne? Hey, schon wieder so ein Ding. Boah. Wo fängt's an? Hier? Nein, nein. Du schaffst das. Okay. So, habe ich irgendwie so ein Teil. Ja. Nein, nicht da rein. Gehst du wieder raus da?
Nein. Hier rein. Ne. Du kommst hier rein, ne? Boom. Wieder mal noch was. Da ist noch einer. Ja, es funktioniert wieder. Ich dachte, ich muss ja wieder hin und her wechseln. Und zu allen anderen Feinden, mit denen wir so zu tun haben. Vielen Dank für die Hilfe, Hydro-Kumpel. Keine Sorge. Kein Problem. Keine Sorge. You're welcome. So, das ist die Dings. Lass mal hier ein bisschen weiter, man, damit ich hier vielleicht frei spiele oder so freischalten kann, ne? Ja, vielleicht mal hier verkarrt gucken. Vielleicht kann ich da einen Wookie finden. Der ist doch bestimmt irgendwo hier. Weiter so, Ray. So, Mäuschen. Lass mich hier machen, okay? Ja, dann machen wir eben ein Training fertig. Ich weiß gar nicht, wofür du überhaupt trainierst. Jeden Gegner, den du bisher bekämpft hast, hast du schon fertig gemacht, ey. Die hat Kylo Ren in der ersten Episode abgemurzelt, als wäre es nicht gewesen. Hat die in der Episode davor gegen Luke irgendwie gekämpft und den fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, wo. Weiß gar nicht, woher dieser Drang kommt, irgendwie stärker zu werden. Ist auch schon stark genug. Du schaffst das. Aber okay. Einstecken. Klettern mit. Ja, danke, Spiel. Das ist die erste Wand, die ich erklimmen habe. Ne? Also erklommen ab. Muss mir nicht mehr sagen. Mit 4 greift mal an. Danke. Mit X springt man. Okay. Springen muss man, um höhere Gebiete zu erreichen. Ja, schon wieder mit der Hand. Wow, da war sogar der letzte. Was? Oh, währenddessen. Tausende von Meilen entfernt. Oh. Ray, der Falke ist zurück. Oh, immer noch nicht freispiel. Der Falke, was macht denn der hier? Oh, da oben ist ein Steinchen. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh mein Gott, was habt ihr mit dem Schiff gemacht? Trainingsparcours absolvieren, abgeschlossen. Bei der ersten Ordnung hat uns eine Botschaft geschickt. Irgendwie ist Palpatine zurückgekehrt. Er hat seine Rache geplant. Die größte Flotte, die die Galaxis je gesehen hat. Das wird der Titel dieses Videos. Auf einer Welt namens Exegol. Exegol, genau. Um dorthin zu gelangen, braucht man einen von diesen. Ein Sith-Wegfinder. Ich fange dort an, wo er die Spur verlor. Naja, das Ding. Wüste von Passana. Wir gehen gemeinsam. Das ist auch noch ein Planet, den mal. Sieht aus wie Luke. Chewie, geht der Kompressor wieder? Freispiel. Gut, dann auf nach Passana. Der Planet klingt köstlich. Mein Gott, wie viele Charaktere habe ich jetzt hier zur Auswahl? Passana, das klingt ja köstlich. Gut, aber ich würde sagen, wir tun erstmal hier ein bisschen die Gegend unsicher machen. What? Lass mich mal das Ding hier kaputt hauen. Ja, ich gar nicht von hier. Aber wie wär's mit hier? Verdammt, muss das Feuer da löschen? Ja, ich komme schon. Eine Sekunde. Lass mal mich um wichtige Sachen hier kümmern. Kann ich das jetzt erreichen? Irgendwo da oben, ne? Na, guck mal. Boom. Jetzt einfach dahin. Hätte ich auch vielleicht so machen müssen, ne? Eine hochverdiente Belohnung. Kaiberkiste. Was ist denn hier los?
Ja, mach doch mal halblang. Nur andere Leute hier. Sei nicht nachtragen. Nein, ich werde nicht wieder mit Gaunern abhauen. Ja, ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, Kollege. Was bist du denn für? Die heroische Rückkehr des Millennium Falken und seiner heldenhaften Crew erfüllen den Widerstand mit viel Hoffnung und viel Feuer. Wahrscheinlich viel mehr Feuer als Hoffnung. Jetzt ist der schlechteste Zeitpunkt für Fehlfunktionen des Augensensors von Feuerdroiden und Wasserspeichers. Nicht zu glauben, aber ihr lasst euch von Widrigkeiten nicht aufhalten. Hilft ihr den Feuerdroiden beim Bekämpfen der Flammen? Alles klar. Wir springen auf Feuerdroide und steuern zusammen auf Brand zu. An die Wasserauffüllungsanlage, an die Wasseranfülllage anschließen, dann macht Feuerdroide aus dem Feuer eine von sich schwellende Erinnerung. Alles klar. Das Feuer nur noch Teil der Vergangenheit. Ja. Ja, mein Gott, ich komme doch schon. So, nun. Ja, okay, mein Gott, reg dich doch mal ab. Bist doch nur am Brennen. Ich bin gerettet, mein Held. Mit der wird die Haut schön dunkel und kross. Das ist gesund, nehme ich an. Keine Ahnung. Gebiet ist erledigt, wenn wir das Feuer nicht bald eindämmen. Ist euer Feuerdruide nicht speziell für solche Situationen? Was können die Leute im Widerstand eigentlich? Die haben, was die immer für Probleme haben, ne? Alles ist am Brennen, Leute sind am Sterben. Ich nehme an, es gab mal eine Möglichkeit für Druiden, sie tatsächlich zu erreichen. Aber jetzt musst du vielleicht improvisieren. Okay. Jetzt muss ich so oder so da. Muss so oder so da hoch. Also, weiß nicht, warum ich mit dir geredet habe. Kann ich hier was machen? Feuer. Oh Mann, mein Schiff brennt. Ja, gehen wir nur mal kurz über zum Löschen, ne? Hier, ne? Oh mein Gott, ist so. So, cool. Alles klar, so, jetzt muss ich irgendwie da oben hinkommen, ne? Soll vielleicht erstmal den Planeten so ein bisschen abschließen, wenn wir jetzt gleich direkt zum nächsten gehen, ne? Uff. Ja, du, der Droide. Was? In der Gegend werden keine weiteren Brände erfasst. Operation Flammentod war erfolgreich. Genauso wie Operation Missionsname muss cool und hellen abklingen. Das Einzige, was noch brennt, ist eure Leidenschaft, Feuer zu löschen. Der Feuerdruide hofft, dass wir in Zukunft noch mehr Feuerlöschspaß haben werden. Yay. Darf ich mal sehen? What? Lass mal was sehen. Hab ich den Feuer geschaltet? Ja, der sieht cool aus. Ich habe gerade... Ich habe gerade noch irgendwas freigeschaltet hier, diesen einen Typen, ne? Bolio. So, jetzt haben wir wieder alles. Wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier aus? Ich mache eine Story-Mission, habe schon wieder 1% bekommen, ne? Ich mache einen ganzen Part mit irgendwie Sidequests und so und kriege nicht mal 1%. Warte, warum gibt's euch jetzt alle in allen möglichen Farben? So. Okay, ja, das ist ja so eine Tentive, oder? Aneben. Oh Gott. So ist es richtig. Du bist ein echtes Genie. Okay, ganz ruhig. Das ist wie wenn man irgendwie so einen Skatstecker hier einsteckt hier. In einem Fernseher. Seine Farbkoordiniert. Das war übrigens der Grund. Fun Fact, als ich damals noch eine PS1 hatte, ne? Wer schon mal eine Konsole angeschlossen hat, der weiß ja, früher hat man nicht HD gehabt. Ne, man hat keine HD-Stecker, ne? Man hatte diese, mein Gott, diese dreifarbigen Stecker, ne? Die man hinten im Fernseher reinpacken musste und mit der Konsole verbinden musste, ne? Ich glaube, die ist ein SCART-Stecker, ne? Und die sind immer mit so drei Dingern irgendwie.
Da hat sie irgendwie einmal so einen roten, einen weißen und einen gelben, ne? So ein Kabel, die musst du auch noch da reinstecken, ne? Und ich weiß nicht, warum ich das abmachen muss. Und ja, die muss man halt hinten im Fernseher reinstecken, damit die Konsole mit dem Fernseher verbunden ist, damit man halt hier ja die Spiele halt auf dem Fernseher sieht, ne? Also man verbindet Konsole mit Fernseher, ne? Auf diese Weise. Anstatt jetzt einfach hier so ein HDMI-Kabel reinzutun, ne? Und gut ist, ne? Und als ich damals eine PS1 hatte, ne? Da hatte ich natürlich auch so einen Stecker, ne? Oh, da ist der Wookie. Da hatte ich natürlich auch damals hier diese Stecker, ne? Und für eine sehr lange Zeit waren all meine Spiele für die PS1 auf schwarz und weiß, ne? Und der Grund dafür lag daran, weil einer dieser Stecker irgendwie in der falschen Farbe drin war. Also, sag mir, ich soll das benutzen. Also wenn man so drei Stecker, ne, weiß, gelb und rot, ne? Und die haben so Anschlüsse, einmal so im weiß, gelb und rot, ne? Und muss es ja jeweils den richtigen Stecker in der richtigen Farbe reinstecken, ne? Ich weiß nicht, wer damals meine Konsole angeschlossen hat, ob ich das selber war oder ob meine Eltern das waren, ne? Aber aus irgendeinem Grund war einer der Stecker nicht in die richtige Farbe drin, ne? Und das war der Grund, warum meine Spiele für eine sehr lange Zeit, oder vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, ne? Aber für eine Weile jedenfalls, ne? Die waren für eine kurze Weile in schwarz und weiß. Und ich habe mich immer gewundert, hey, warum ist eigentlich meine PlayStation in schwarz und weiß, ne? Weil als ich irgendwie mal immer zu Kollegen irgendwie gegangen bin, ne, zu Besuch oder so, da habe ich dann, wie komme ich da hoch, Mann? Da habe ich immer gesehen, hey, deren Spiele sind in Farbe, ne? Und ich habe mich immer gewundert, warum sind deren Spiele in Farbe und meine nicht? Ne? Und ja, der Grund dafür war, weil einer meiner Stecker irgendwie falsch. Ich nehme an, ich muss hier das machen, ne? Und ja, einer der Gründe dafür war halt, oder der Grund war halt, weil einer der Stecker in die falsche Farbe war. Ich nehme an, der weiße Kabel war irgendwie in die gelbe Büchse oder umgekehrt, ne? Oder wer auch immer die angeschlossen hat, die Konsole hat einfach irgendwelche Kabel da reingesteckt, ohne irgendwie auf die Farbe überhaupt zu achten, ne? Aber ja, da komme ich auch nicht hoch. Aber als ich das mal irgendwann umgeschlossen habe, war auf einmal meine PlayStation in Farbe, ne? Und das war gut. Aber besser als in Schwarz-Weiß. Und ja. Warum ist das hier so schwer, da hinzukommen? Mein Gott, ey. Was ist denn das hier? Warum ist das hier so unglaublich schwer, da hinzukommen? Da drehe ich ja gerade durch, oder was? Ey. Kommt mir, ich habe nicht so gefühlt, dass hier eigentlich so schwer sein sollte. Ja. Ich dachte, ich habe da oben den Wookie runtergehauen. Mein Gott, ey. So. Lass mal nur da hoch. Ja, ob das sicher ist, ich weiß nicht. Ich habe mich irgendwie so lange Zeit gewundert, so, hör mal, warum sind meine Spiele eigentlich in schwarz und weiß? PlayStation ist ja nicht in schwarz und weiß, ne? Und habe ich mich mal so gewundert, hör mal, warum ist denn meine Konsole in schwarz und weiß? Da hat wohl jemand das falsche Steckerchen reingesteckt. Aber jetzt muss man sich ja nicht mehr darum kümmern, jetzt muss man einfach nur. Also, was man jetzt noch machen muss, ich bin jetzt hier runtergefallen. Warum ist es so schwer, an diesen einen Ort dahin zu kommen? Das kann doch nicht sein, Mann. Warum ist das so schwer? Gibt es hier irgendwo einen einfachen Weg dahin zu kommen? Ich drehe gerade durch. Warum ist dieser Weg da hochzukommen so schwer? Kann ich da einfach rüberfliegen mit einem. Meine Güte. Ja, meine Güte. Boah. Warum war das hier so schwer gerade? Schön, dich wieder zu sehen. Hey, gutes Timing. Ich wollte mich gerade wieder auf dem Weg machen. Es ist schön,
ziemlich schön hier, aber auch so schrecklich schwül. Sogar die Menschen hier schwitzen und die haben so gut wie gar kein Fell. Meine Güte, ich weiß nicht, warum das jetzt hier so lange gedauert hat, ne? Diesen blöden Ort hier zu erreichen. So. Hier oben ist doch bestimmt noch mehr, ne? Also ja, aber so ein kleiner Fun Fact hier. Meine frühe Gamer-Zeit, nehme ich an. Ich habe mich immer gewundert, so hämmer. Ich habe mein Spiel irgendwie ja zu anderen. Ich habe meine Spiele irgendwie ja mitgenommen zu meinen Kollegen. Und da waren die in Farbe. Ich so, hämmer, warum ist denn das Spiel hier auf Farbe? Da war das falsche Steckerchen drin. Ne? Oh. Alter. Manchmal gefecht, bis ich ja fertig bin. Ne? Ich hätte das schon eingesammelt. Bin da picknicken? Fortitude. Ja, kommt mir bekannt vor. Fortitude. Ist ja nicht die von Rogue One oder so? Keine Ahnung. Nee, kann ja nicht sein. Oh mein Gott. Also das sah aus wie dieses eine Schiff, was hier. Boah. Du versuchst hoffentlich nicht wieder zu fliehen, oder? Na, ich glaube, ich habe da den NES-Controller gefunden, den ich dir reinpacken kann, ne? Und ja. Ja, aber nachdem der Stecker wieder richtig drin war, da war es für den Daniro auch als in Farbe. Da war das Leben auch wieder in Farbe. Gute alte Zeit. Das war gut, ne? So ein bisschen Farbe muss halt sein. 87%. Boah, guck mal, wie viel. Iron Claws. Oh, Wand laufen. Ich vergesse mal, dass hier ein Ding ist in diesem Spiel. Was sagt mir, ich soll das benutzen? Ja, das bin ich. Ich sage das. Damit könnte ich. Ich übergebe es einfach dem Widerstand. Hm. Okay. Die Fleischsäcke beschweren sich über wirklich alles. Es ist zu heiß. Die Insektoiden beißen uns dauernd. Die erste Ordnung wird die Galaxie zerstören. Und so weiter. Ich werde mich bestimmt nicht beschweren. Nun, außer bei den Typen, die sich beschweren. Über die habe ich mich auf jeden Fall beschwert. Okay. Wie sieht denn hier aus? Nein, wir haben schon die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Da ist eine Quest irgendwo. Sehe ich gerade. Du? Hier. Was ist das? Was hier? Hallo? So am Funkeln. Okay, keine Ahnung. Ist jedenfalls markiert auf der Karte, also werde ich schon immer wieder finden. Ne? So, wo sind die blöden Porks hier, die ich letztens gehört habe? War irgendwo hier, ne? Also, was ich machen kann? Ich habe da das Ding geholt. Was ist das hier? Guckt sich das einer an? Ich einmal. Oh, da ist sogar der letzte. Und sag mal, wo du bist. Ja, hier, aber danke, Spiel. Weiß schon, dass die irgendwo hier sind, ne? Aber ja, mein Gott. Park-Patrouille. Übrigens gar nicht gehoben, was die eine Trophäe letztens war hier mit den für einen Schrott wollt ihr uns hier andrehen. Die anderen Trophäen waren alles hier alle Quests erledigt in, weiß nicht, in dem Quadranten oder Sektor oder so, ne? Aber hier so, weil nicht. Oh, da ist ein Schießstand, sehe ich gerade. Ah, ich brauche mal jemanden, der schießt. Okay, du, komm mal her. Ja. BTA Flügler. So, warum muss ich ihn hier abschießen? Ah, jetzt wirst du mich nicht anvisieren, ist klar. Gott, das ist ehrlich gesagt nicht so einfach.
Ich brauche ein bisschen Steuerung hier. Mein Gott, was ist diese Kamera? Mein Gott, wie hat hier wohl von unten aussehen muss, ey. Da kommt ein. Alter. So. Gar nicht so einfach, Mann. Ich meine, ich habe mehr als genug, aber trotzdem. Beeindruckend. Das ist die beste Punktzahl des gesamten Widerstands. Tolle Arbeit. Oh Gott. Wisst ihr Bescheid, Trainingskugeln? Nehmt das, Trainingskugeln. Ihr seid kacke. So, kann ich jetzt auch schon das letzte Großkampfschimpf hier freischalten? Ich jetzt ja schon, weiß ja nicht, welche Planeten das noch waren, ne? Da warten wir mal noch, ne? Tun wir mal hier alles einsammeln, was ich hier finden kann, ne? Vor allem mir wieder freie Spiele wegnehmen und ich dann wieder hier sitze, so, hey, was haben wir denn da? Gott, komm ich da hin? Oh, ich kann einfach rumlaufen. Ich dachte, da wäre irgendwie so ein riesiger Rutsche irgendwie. Houdini. Ernsthaft, die geben denen noch nicht mal eine Utini Line irgendwie so. Houdini. Also einfach so, was die hätten machen können. Was ist denn hier los? Seht euch diese Landeplattform an. Überall verstreute Ausrüstung, Lecks und Flecke, irgendwelche Kauze, die einfach auftauchen und mit dem Chef sprechen. Der Chef bin übrigens ich. Und ihr seid jemand, der mir nützlich sein könnte. Die Truppen an der Landestelle sollten ja eigentlich Ordnung halten. Erste Ordnung. Aber die geben sich eindeutig verdrückt. Die haben sich eindeutig verdrückt. Trommelt die Faulenzer zusammen. Schnell. Was ist mit deinem dritten Bein los? Ist das eine Krankheit? Wenn diese arbeitsscheue Schrotthaufen wissen, was gut für sie ist, haben sie ihren Planeten nicht verlassen. Also müsstet ihr sie hier auf der Basis finden. Sie sehen aus wie ich, aber sehr viel fauler. Babas Chef? Ganz ruhig, Chewbacca. Oh, Faulheit. Uah. So, ich höre dich. Wo bist du? Ah, warte mal hier. Wo ist ja die Batterie? So. Macht der irgendwo ein Nickerchen? Ja, weil der Versuche nach einem Druiden ist. Klassisch. Was ist mit dem los? Man guckt nämlich so an. Oh. Oh. Bist du ein Schwarzmagier? Das Final Fantasy. Ich erinnere mich irgendwie so daran. Wo ist denn er? Ist er da oben? Er ist da oben, oder? Nee. Meine Güte, Leute. Ich bin noch hier in dem Gebiet. So, du. Hey. Beb nicht so laut. Du verscheuchst meine Beute. Ja, ich weiß, dass der Chef hier noch Aufgabe für uns hat, aber ich gehe nirgendwo hin, wo ich nicht einen großen Fang gemacht habe. Zwojot sagte, ich habe solche F1 5S Fisch. Ich habe solch einen großen gefangen. Nun, das kommt mir irgendwie komisch vor, aber das hat er gesagt. Aber meiner wird noch größer sein, wenn jemals einer anbeißt. Boah. Was soll ich jetzt machen? Irgendwie einen Fisch mit der Macht da rausholen oder was? Was hier noch ist. Hey, ich glaube, ich habe hier was gefunden. Hier ist die Batterie. Hier ist was zum kaputt machen. General Hux. Was ist denn hier passiert? Wer war das denn schon wieder? Ja, ich wollte übrigens nicht ihn. Ich wollte so. Natürlich kann ich das machen. Zur Seite. Das kann die erste Ordnung gut brauchen. Gott, ich habe da seine kahle Glatze gesehen unter. Wer hat da gerade diese Echse kaputt gehauen?
Leute. Wir machen noch keine nervigen Geräusche, okay? Du bleibst ruhig. So, was soll ich jetzt mit dir machen? Soll ich hier einen Fisch fangen oder was? Stand da tanzen? T-Z-A-N. Da oben! So Stück. Na warte du. Ja, ich meine Aufzug repariert, oben. Abgehoben. Als nächstes du. Oh, was soll das? Man könnte als Druide etwa nicht mehr fröhlich. Kann man als Druide etwa nicht mehr fröhlich durch die Bäume schwingen, ohne einen Blasterblitz in die Birne zu kriegen? Oh, Tatsache. T4. Wow, so spät schon. Ich wollte nur während meiner Ölpause ganz kurz schaukeln, aber jetzt war ich doch einige Stunden dort oben. Ich muss weg. Oh, Tini. So. Sie mit der Gießkanne. So, nun, was hier? Ja, was soll ich denn hier machen? Ist hier ein Fisch drin? Das gibt's nicht. Etwas fühlt sich hier falsch an. Geh da ran. Leute, geht mal da weg. Warum ist es notwendig, dass ich jetzt hier C3-Pion, also Leute. Alter. Gehst du da ran? Hallo? Mein Gott. Oh mein Gott! Ich habe ihn! Der ist sogar noch größer als der von Zwojot. Oh, ich kann es kaum erwarten, ihm das unter die Nase zu reiben. Sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinne. Nur Idiot. Druiden haben keine Nasen. Du Depp. Blöd, Mann. Okay. Aber noch hier. So, cool, wir haben alle Porks freigeschaltet. Wow, gefunden, freigeschaltet. Und ist noch den Wookie ein paar Mal finden, dreimal. Einige Quests nähern sich langsam dem Ende. Wer oder was ist hier? Niemand. Bist du unter mir? Ich glaube, du bist unter mir. Ja, was machst du denn hier? Okay, W31 Wiese. Weise. Du hast mein heiliges Versteck gefunden. Gut gemacht, junger Druidawan. Ich komme oft her, um zu meditieren, nachzudenken und manchmal Comics zu lesen. Das ist mein Rückzugsort, meine Oase der Ruhe. Aber was ist Frieden ohne Krieg? Was ist Ruhe ohne Chaos? Was bringt es in eine Höhle abzugängen, ohne seine Arbeit zu tun? Mit anderen Worten, ja, ich gehe zurück. Frieden. Peace. Ja, ich weiß, Shui. Und da war auf einmal weg. Ist eins mit der Macht geworden. Eins mit der Druiden 8. Der Dracht. So, bist du ein Druide, den ich suchen muss? Nee. Ja, haben wir gesagt, sie sehen aus wie ich, also. Bevor mich hier irgendwie jemand hier druidisch nennt, ne? Na, was ist denn hier los? Alter. Wie läuft's, Bruder? Bist du auch hier, um ein paar dieser edlen Sonnenstrahlen aufzusaugen? Gönn dir. Wie bitte, der Chef sucht mich, aber ich bin noch nicht braun geworden. Tut mir leid, Bruder, aber solange die Sonne auf mich niederbrennt, gehe ich nirgendwo hin. Wenn sie nur ganz kurz verschwindet, dann reden wir weiter. Warum stehst du mir in der Sonne, Bruder? Jetzt wird das nie was mit den Bäumen. Bleib mir nicht so, zurück zum Chef zu gehen. Das ist das schlimmste Dschungelurlaub aller Zeiten, Bruder. Ey, Digga.
Hey Dinger, warum machst du die Sonne weg? So, wo ist der letzte Druide? Habe ich schon alle? Nö. So. Oh, ich habe dich gar nicht gesehen. Bist du hier, um einen Blick auf meine Fanfiction über Luke Skywalker zu werfen? Wie heißt der? Gum? Ich habe gar nicht geguckt, wie der andere hieß. Ich habe sie gerade Korrektur gelesen, bevor sie zur üblichen Stelle geht. Der Chef sucht mich, aber ich habe meine Geschichte noch nicht zu Ende kontrolliert. Es sei denn, du willst sie dir mal anhören. Ein unverbrauchtes Paar Ohren ist lebenswichtig für jeden Künstler. Ich sollte dich sparen. Ich bin ein eher nachgiebig bei der Redaktion. Deshalb ist sie eher wortreich. Vielleicht möchtest du kurz bei deinem Leben Bescheid geben, bevor wir anfangen. Okay. Bereit für meine Geschichte? Du scheinst recht beschäftigt zu sein, also mache ich es wirklich schnell. Aber sie ist ziemlich lang und ich lasse nichts aus. Es war einmal ein heroischer Druide namens Boob Droid Walker. Er war muskelbepackt und jeder hielt ihn für den coolsten Astromech in... Oh, das ist ein S zu viel. Wo war ich? Ach ja. Er war super muskelbepackt. Und sagt man eigentlich noch muskelbepackt? Vielleicht ist massiv jetzt aktueller. Ja, massiv. Egal, schnell weiter. Hab blaues Öl getrunken. Alle kamen zur Grillparty. Dann ein Kampf in der Küche mit einem Einarmigen oder so etwas ähnliches. Gigantische Explosion. Genau, genommen seine Schwester. Aber noch eine sehr gute Freundin. Du verstehst schon. Und das pelzige Volk erkor ihn zum König. Gigantische Explosion. Aber das macht nichts, weil er das Manöver erfunden hat. Vergiss den Teil nicht, denn das taucht später da auch mal auf. Und Brechstange, Wassermelone, Freitag. Wirklich gigantische Explosion. Ende. Also, wie findest du es? Sei ganz ehrlich, mochtest du all die subtilen Hinweise auf das Patriarchat? Was? Oh, die eine Wendung hat dich gepackt, oder? Ja, ich habe es dir angesehen. Oh, wow, das hat viel länger gedauert als gedacht. Der Boss wird mich zur Schiffsfarbe schmelzen, weil ich so spät bin. Ich muss los. Wir treffen uns später zur ausführlichen Besprechung, okay? Alles klar. Ich fand eigentlich die romantische Szene zwischen Luke und Han Solo am besten in der Geschichte, aber okay. Darum geht es in Fanfiction, nicht wahr? Also geben sich meine Drinnen doch noch die Ehre. Ich will gar nicht wissen, was du alles durchgemacht hast, um sie hierher zu bekommen. Doch dein Gesicht nach Zotan hat es was mit dieser grausigen Fanfiction zu tun. Keine Sorge, sie werden alle ihre Arbeitsstunden nachholen. Diese Landstelle wird so blitzsauber sein, dass du sie nicht wiedererkennen kannst, diese Landestelle. Zoyot ist wieder dabei. Was war, Chef? War was, Chef? Bleh. Cool. Bonk. Habe ich alle Astromech-Druiden? Nein. Fehlt einer. K3 R1. Was hattet ihr euch für so einer Druide oder was? So. Einige Sachen sind hier noch im Blinken, ne? Einsteigen, ah ja, zum Fliegen. Aber ja, was? Fliegen in Star Wars? Boah. Warte mal hier. Ich echt alle Steine hier noch in diesem Part? Das wäre natürlich richtig cool, ne? Dann haben wir schon mal die Steinchen. Da können wir auf die bauen. Ha. Uff. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Hier bin ich noch nicht gut genug ausgebildet. Ich auf den Arm nehmen. Du warst ein Schrottsammler. Leute, ihr müsst doch mal hier hinkommen, ne? Also. Komm mal hier hin, Leute. Danke. Vielleicht mal erstmal den Gleiter herstellen, ne? Bonk. Gleiter heiter weiter. Alles klar. So, wo noch? Muss mal ein paar Steinchen wieder ausgeben hierfür. So, wow, was ist mit dir los? So, 4 Dinger, 5 Missionen.
Ja, zwei Flugschiffe, Raumschiffe, mein Gott. Weiß nicht, warum ich immer Flugschiffe sage. So, da ist einer am Baum. Muss ich ihn abschießen? Nein, auf der anderen Seite sehe ich. Ich glaube, von da aus kann man da hinfliegen, ne? Oh, da muss ich echt hinfliegen. Oh Mann. Aber das beim ersten Mal funktioniert. Ja. Das war der erste, ehrlich? Ich glaube ja nicht. So, wo noch? Drei Stück kommen. Ich glaube nicht, dass wir alle hier kriegen noch in dem Part, aber fast alle, ne? Mhm. Weiß nicht, ob hier noch Quests sind. Also, ja, natürlich sind hier noch Quests. Ich weiß ja nicht, wie ich die eine aktiviere. Aber um die kümmern wir uns, wenn wir uns darum kümmern, ne? Aber hier. Den krieg ich doch locker. Ja. So, so jetzt. Haben die uns hier so. Weil er auf den Boden geworfen. Warte, bis BB-8 das erfährt. Nein, mach doch mal den Sprung an. Nein, geh da runter, Mann. Und da hat er gemacht. Er tut seinen Helm auf den Boden werfen. So, ich sehe gar nicht mehr irgendwas hier auf der Karte. Sehe ich gerade. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, ne? So, und die eine Quest kann ich ja irgendwie nicht annehmen, ne? Also hier kann man noch nirgendwo rein, sehe ich gerade. Haben wir eigentlich alles erledigt, was wir ja machen konnten, ne? Ich gehe noch mal da abschicken, nur so zur Not. Ich kann auch noch mal in den Weltraum hier hinfliegen, ne, um zu gucken. So, ich weiß nicht, was hier ist. Kann ich wahrscheinlich noch nicht machen, ne? Was wir machen können, ist noch in den Weltraum hier gehen, ne, und den einen Stein kaputt hauen, ne. Wir haben eigentlich schon alles hier erledigt, mehr oder weniger so halbwegs auf diesem Planeten, ne? So, wow. So, wer das Schiff schaut, taucht jetzt hier noch auf, ey. Bin natürlich auch voll in so ein Ding reinge. Ja, okay, ist gut, lass mich in Ruhe, ich will jetzt noch nicht das Schiff. Oh, ich will erst mal den Kometen. Ja, what the... Hallo, was war hier? Da ist der Komet. Und da ist die Quest. Nehmen wir ihn mal an. Oh Gott. Oh, ein Schneetruppler. Heute habe ich Schande über meine Familie gemacht. Ich dachte, ich könnte diese Feuer zur Echo-Basis liefern, aber ich kann es nicht. Ich bin ein Feigling. Ein Feigling! Hab Mitleid mit diesem Feigling und bringt meine Fracht zur Echo-Basis. Ja, ich sehe schon, wen das wieder führt. Ne? Meine Held, so tapfer, so ebenwillig. So, bring bitte diese Feuer zur Echo-Basis und pass auf die gefährlichen imperialen Schiffe auf. Ja, ich. Wieder so was von klar, da mache ich jetzt auch noch. Mein Gott, ich muss noch die blöden Kometen da. Mache jetzt noch diese blöde Mission. Ne? Ich weiß ja genau wieder, was das hier sein wird. Ne? Also, Schlachtschiff der ersten Ordnung. Das sieht aus wie etwas, was wir noch nicht haben, aber das ist rot, also kann das noch nichts Neues sein. Ne? Ich weiß ja mittlerweile, wie das funktioniert. Ne? So, erst einmal gibst du mir das hier. Also klar, irgendwie hat hier noch gleich spawned. So. Dann gehen wir mal kurz nach Hoff. Machen diese nervige Mission noch ganz schnell, ne? Mit was hinter uns haben, ne? Und dann können wir in der nächsten Folge schon wieder zurück zum nächsten, zurück direkt zum nächsten Planeten gehen, ne? Und da halt wieder alles suchen und eine Mission hier machen, ne? Und wer bist du? Ich weiß es nicht. So. Mein Gott. So.
Hier bin ich auf den Nerven. Wisst ihr eigentlich, wie oft ich das hier schon gemacht habe, ey? Ich habe so viele verkackte erste Ordnung Leute, Imperialisten, Piraten und Leute getötet. Wenn ich einen von denen noch sehe, Gott, beschissene Viecher. Stirb. So. Mir fehlt nur einer, aber wo ist er? Hier. Muss schon sagen. Fehlt nur einer, aber irgendwie ist keiner hier. Oh, oh, lass mich raten. Ihr könnt mich doch mal alle kreuzweise, Mann. Ich gehe nach Hause. Tschüss. Das ist irgendwie die Weltraumversion von diesen blöden Viechern auf Mos Espa, ey. Irgendwann werde ich so eine Mission ja machen und das sind einfach nur diese Viecher, die halt hier durch den Weltraum fliegen und ich muss die abknallen. Das wäre für mich irgendwie ein Traum und ein Albtraum zugleich, ey. Ich bin getroffen. Okay. Nein, für das Ziel an. Ja, was ist das? Ich muss schon wieder niesen, Mann. Ich bin so wütend, ich fange an zu niesen. Ah. Ich bin so wütend. Ich könnte niesen. Ich bin so wütend. Ich könnte spucken. Jetzt haben sie gerade in ihren eigenen Helm gespuckt. Ja, sieht so aus, als hätte ich das. Dürfte ich frei reden, Sir? Aber natürlich, das ist verdammt nochmal ekelhaft. Ja. Aber da habe ich mir ein Torpolen-Potato abgeschossen. Ich weiß nicht, warum ich mir so viel Probleme mit diesem Wort habe. Proton-Torpedo, mein Gott. Proton-Torpedo, diese Dinger. Torpolen-Potato. Tortellini. Ja. Wenn jetzt noch einer kommt. Oh. Oh, Frage, das stimmt. Phasen, Gasibel, du Rep. Oh, was kommt jetzt? Oh nein, noch mehr von den Leuten. Davon hätten sie echt nicht so viele recyceln sollen. Ja, das ist irgendwie nicht lustig. Ein, zweimal vielleicht, aber mein Gott, das ist bestimmt schon das 20. Mal, in dem ich so eine Quest gemacht habe. Ich bin froh. Wenn ich die alle hinter mir habe und ich werde sie irgendwann alle hinter mir haben. Das ist bestimmt die letzte Quest, die mir irgendwann fehlt, ne? Ich bin getroffen. Nein, für das Ziel ab. Ich muss ja noch unbedingt die Quest alle. Ich muss das ja noch unbedingt machen, ne? Hey. Ich hasse mich. Nein, gar nicht wahr. Ich liebe mich. Ich habe mich voll lieb. Ich denke, ich bin die beste Person, die es gibt. Was ist das da im Hintergrund? Das ist aber so ein Dreieck. Ja, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Oh. Yay! Sieges Torpon Potato. So. Jetzt gehen wir mal einen Schneetotler. Die habe ich auch in echt. Ein paar. Zwei davon waren in dem AT-AT-Set und zwei waren in so einem Battle Pack. Das meine Mutter mir mal zu Weihnachten geholt hat. Hier drüben. Wo? 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 Da. Oh, das Geräusch ist so unangenehm. Das ist wie wenn man irgendwie sich ein Video anschaut, dass jemand irgendwie während eines Sturms aufgenommen hat, ohne so einen Plopschutz über das Mikrofon. Du hast ja den Wind einfach so. Ja, diese Lieferung Eiswürfel wird sie besänftigen. Hast du Zeit für einen kühlen Burschka-Saft, bevor du weiterfliegst? Ah,
Du bist sicher zu beschäftigt. Okay. Schneetruppler. Boom. Von denen habe ich 4 Stück. Dann waren auch die anderen, ne? Die waren auch da, ne? Nicht die, wo sind die? Ja, aktuelle Figuren hierbei. Wo sind die? Jetzt gerade nicht. So Piloten sind das. Egal. So sieht's aus. Boom. 87,69%. Nice. Cool, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Episode 9. Wir müssen nach hier diesen einen Planeten, dessen Namen ich vergessen habe, Pasana, ne? Kommt da schon eine Mission? Ne, verbotenes Tal. Gut, 1, 2, 3. Danach sind noch 3 Planeten übrig, ne? Den einen haben wir schon fast abgeschlossen, ne? Also ja, das ist gut. Alles klar, dann sage ich, wow. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Gucken wir mal dadurch. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. What?